Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und salvierte Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Nagor in unserem Raja of the Rajput Reich Achievement. Wir wollten heute gerne noch Krieg gegen Hormus führen, meine ich. Um auch den ganzen... Ach, guck mal da. Transoxanien-Wilmelmann ist interessant. Schon alleine aus dem Grund, weil wir ganz gerne noch hier diesen Gebietseinfluss der Osmanen noch so ein bisschen ausdünnen wollten. Ich habe mich noch nicht ganz durchringen können bei den Ideen. Ich schwanke noch so ein bisschen. Also ich fände halt... Ach, da fällt mir übrigens auch noch ein, warum die Miltech 19 haben und Admin Tech 19. Nur noch ganz kurz zur Erklärung. Das hat ja auch was damit zu tun, weil bei denen tatsächlich diese... der globale Handel als eine Institution aufgetreten ist. Das ist mir nur noch eingefallen, das wollte ich nochmal nachreichen. Ist insofern auch ganz gut, weil wir dadurch nochmal ein bisschen mehr Handelseinfluss hier in Hormus gewinnen. Und wir machen es den Osmanen ein bisschen schwerer. Und irgendwann wollen wir auch mal die heiligen Städte des Islam erobern. Ne? Das ist für uns noch eine wichtige Aufgabe. Vielleicht schaffen wir sogar noch dieses Unify Islam Achievement. Warte mal ganz kurz, wo ist denn das? Das Dar al-Islam. Ja. Danke, okay, gut. Das ist also eine Entscheidung. Das heißt, ja, guck mal. Cordoba, Konstantinopel, Bagdad, Mekka, Medina, Messina, Palermo, Dagestan. Okay, gut, ja, warten wir. Vielleicht ist das doch nicht so das Wichtigste. Wir müssen noch den Titel Kalifa annehmen. Wir müssen die Sektenpraktiken anprangern. Wir brauchen noch das islamische Gelehrtenzentrum. Das weiß ich noch nicht. Ja. Moment mal, verfügbare Staaten plus 10. Absolutismus Maximum plus 5. Abgangszeit nationaler Schwerpunkte minus 10. Dann verliere ich aber meinen schönen Modifikator mit dem Kernkosten, ne? Ne, das ist ja wohl identisch, wenn ich das so sehe, ne? Als Ikta. Ne, wir können halt nur nicht die Regierungsform wechseln, aber das müssen wir ja auch gar nicht, ne? Joa. 5 akzeptierte Kulturen und so weiter und so fort. Wir machen bald auch weiter mit der nächsten Annexion. Nämlich in Gondwana. Genau, das sollten wir auf jeden Fall noch machen. Das kostet uns 824. Schauen wir ganz kurz. Wir haben so viele Provinzen, ne? Ja, aber gut, okay, da sehe ich jetzt mal unter nichts. Wir gucken mal ganz kurz hier. Ja, das habe ich im letzten Teil alles gezeigt, genau. Dann mal ganz kurz, wenn ich den annektieren wollen würde, 744, okay. Das dauert eh so lange, ne? 1655. Kostet uns 3 Diplo pro Monat. Da können wir jetzt schon mit anfangen eigentlich. Ich meine, wir machen 12, ne? Das reicht momentan dicke. Okay. Welche Idee wir nehmen. Also ich habe nochmal geguckt, ich fände Innovationsideen ganz cool, weil ich will später noch ganz gerne Offensivideen nehmen. Und dann kriegen wir hier einen Belagerungsbonus auf die Effizienz. Wir kriegen hierdurch nochmal eine Entscheidung mit einem Effizienzbonus auf die Belagerung. Und das halte ich für eine ganz wichtige Sache. Das ist meine Überlegung. Also nehmen wir noch einen zusätzlichen Diplomaten. Ich finde, wir können es uns eigentlich leisten. Die diplomatische Reputation bekommen wir halt eben erst sehr spät. Und das heißt, also wahrscheinlich werden wir Gondwana schon annektiert haben, wenn wir dann tatsächlich hier soweit sind. Ne? Aber das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. 10% nochmal Bonus auf die günstigere Diplomatietechnologie ist halt auch sehr nett. Ne? So weniger Prestigeverfall, billigere Söldner. Aber ich spiele nicht so viel mit Söldnern. Das ist halt eben jetzt so ein bisschen der Nachteil. Dadurch, dass uns die Söldner jedes Mal hier
Armeeprofessionalität kosten und das nicht gerade wenig, ist das noch so eine kritische Sache, ne? So, was habe ich für eine Mission? Entfernt Ardabil von der Karte. Und Ardabil war ja irgendwo hier. So, da habe ich jetzt aber dummerweise so einen ewig langen... Na, ich habe halt den Anspruch, ne? Aber 12 Jahre Waffenstillstand ist eigentlich auch super lang. Will ich ja eigentlich auch nicht machen. Gegen Gazi Kumuk müssen wir auch kämpfen. Asachan und Krim. Gegen dich müssen wir auch kämpfen. Und die sind ja mit Ardabil verbündet. Das heißt also, wir kommen mal gerade nochmal beide zurück. Das machen wir später. So, wie hoch ist das Versorgungslimit da? 48. Es gibt hier noch so eine große Revolte belutschistanischer Nationalisten, ne? Kostet mich das jetzt noch? Warten wir noch dieses Jahr ab? Ja, wir warten dieses Jahr noch ab, auf jeden Fall. Halte ich für eine nicht gerade unwichtige Sache. Mach den mal weg und dann geh nach Kukan. Ja, du wolltest ja dahin, genau. So, dann du bist in Bitis unterwegs und komm mal zurück. Fein. Ich versuche mich heute ein bisschen zu beeilen. Ja, da müssen wir jetzt hier ein bisschen anders vorgehen. Und zwar
muss jetzt hier tatsächlich ein bisschen, ich muss ein bisschen meine Rekrutenreserven schonen. Jetzt nicht so krass mit den Rekrutenreserven rumschweinzen, das ist nicht erwünscht. Wie kommt der jetzt dahin? Das war nicht ganz der Plan, dass ich da doppelt so viele Männer verliere wie er. Oh, Gondwana macht das schon für mich da oben, das ist ja super. Also die nächsten Revolten afghanische Nationalisten kommen 100% wieder in Kabul und so. Geil. Super. Ich mag das immer total gerne, wenn so Nationalisten... Ah, schön. Ich mag das immer total gerne, wenn so Nationalisten spawnen in einer Provinz, wo ich nur einen Soldaten stehen habe. Not. Ich denke, da wird Russland gleich nochmal Krieg führen. Ach ja, Standmodifikator. Ne? Ja, halt doch die Klappe. Was geht denn? Was geht denn, Alter? Ja, bleib mal ruhig da oben stehen. Wir brauchen da oben noch ein paar Soldaten. Ich würde aber hier sagen... So, die hätte ich eigentlich ganz gerne. Das sind nur die, wo ich den Anspruch drauf habe. Dann gibst du mir bitte nur deine Kohle. Und dann entlass mal noch Kasachstan. Da können sich dann nämlich die Russen drum kümmern. Ich mache so viele Militärpunkte. Ich glaube, ich kann es mir hier echt leisten. Anders vorzugehen. Naja, egal, wir gucken mal gleich. Ich muss halt auch damit rechnen, dass ich, sobald ich hochtecke, wieder die Ming als Rivalen verlieren werde. Also sollten wir das dann natürlich nicht machen, während wir noch im Krieg sind. So, wir könnten jetzt hier... Dann geht das mit dem Minister wieder 63, okay. Also ich möchte gern hier die diplomatische Hilfe. Und ich würde durchaus sagen, dass ich dir die Monopolkartas gewähre. Dann habe ich aber 81. Dann müsste ich ihnen im Endeffekt Provinzen abnehmen. Thank you.
Den kann ich ihm nicht entziehen. Den kann ich entziehen. Gib ihm bitte noch die Kohle. Wir lassen nochmal hier bei den Emiren. '45 läuft das erst aus in 12 Jahren. Das ist zu spät. Das heißt also, ich sollte das Parlament einrufen. Gucken, dass ich dem jetzt irgendwie 10% gebe. Ne? Ja, das ist halt schon. Ja, gut. Wir haben genügend Möglichkeiten, um das zu machen, aber die. Da sind halt keine so tollen Provinzen dabei, eigentlich, die wir hier wählen können würden. Ne? Wir können im Endeffekt alles über 50. Alles über 50 können wir machen, ne? Alles über 50 Autonomie. Wobei wir ja ganz häufig auch schon die Autonomie reduziert haben, ne? Klar, ne? Da passen besser natürlich andere. Andere Daten rein. Aber es geht ja jetzt wirklich nur darum, hier die maximalen Machtpunkte abzustauben. Das machen wir jetzt gerade. Und da ist es gar nicht so entscheidend, was das für Provinzen sind, weil eine Provinz mit 7 Grundsteuer und 50% Autonomie, ehrlich, ne, die bringt jetzt auch nicht so. Die bringt jetzt auch nicht so den ultimativen Merit für uns, ne? Oder Zugewinn. Ja, ich rede jetzt hier schon wie so ein. Wie so ein Aktienmensch, ne? Okay. Dann zeig mir mal noch gerade hier die Provinzen mit der höchsten Autonomie, die man so nehmen kann. Das sind so 30er Autonomie-Provinzen. Geht im Endeffekt auch, ne? Hier so 1er-Provinzen. 112, die können wir auch nehmen. 121, warum nicht? 122, da ist das auch mit der. Das ist auch egal. Du hast keine. Hier haben wir zum Beispiel, ja, ein bisschen Produktion, 222, auch egal. Also wir haben die 75% bei den Emiren geknackt. Wir holen uns die militärische Hilfe für 150 und wir holen uns für 15 Loyalität nochmal die zusätzlichen Truppen. So, und da ist in meinen Augen die Birne geschält. Alles andere packen wir in die Pipeline. Jo. Lass mal gleich gucken. So, was ist jetzt hier? Emir und Ulema verliert Loyalität. Kaufleute verliert Einfluss. Und Loyalität. Ja, mein Lieblingsevent. Soziale Mobilität ist mein absolutes Lieblingsevent. Ja, dann. Ich könnte ja auch sagen, eigentlich sind mir die Emire egal. Das Dumme ist halt nur, ne, dann erlangen die halt Einfluss und ich kann nicht zulassen, dass die Kaufleute einen Einfluss gewinnen, deswegen war es genau andersrum. Ist hier die Loyalität wieder hoch? Ja, dann ist das halt schade, aber da müssen die dann auch durch. Mal wirklich auch so nebeneinander stehen da oben. Wir checken die nächsten Revolten. Kathiawa, Persien und Khorasan. Das ist alles hier in dem Gebiet außer Kathiawa. Das ist hier unten. Das ist auch okay, weil die twerken momentan nicht mehr.
Müssen uns weiter nach. Nee. Muss nach Yast, genau. Wann sind wir da? 24. und 25. Das ist doch super. Habe ich noch einen besseren General? Jawohl, habe ich. Wir haben halt einen 3-Sterne-General. Das ist schon mächtig. Wow, wir haben viel Arti verloren. Ja, das ist, weil der uns die Front so ausgedünnt hat. Okay. Sollten wir mal nach Gebäuden gucken. Herr Transoxein, den hat wohl Kohle gehabt. Polen hat Litauen den Krieg erklärt. Das sind jetzt die persischen Nationalisten, ne? Aber gerade, wann bist du da? 12. Februar. 14. Februar. Beziehungsweise ist eigentlich relativ egal, weil du kannst auch von hier angreifen. Den Überquerungsmalus da, den müssen wir so oder so nehmen, wenn ich das richtig sehe. Jetzt die Frage, Emire verlieren Loyalität. Nee, Kaufleute verlieren Loyalität. Emire gewinnen Loyalität, okay. Nehme ich dann das Geld besser? Weil ich will, dass die Kaufleute wieder loyaler werden. Also null Loyalität sollen sie halt nicht haben. Und unter 10 wäre auch nicht gut. Ja. Das Ding halt ist, so viel Stabilität ist für mich noch nicht mehr so gut. Ne? Revoltenrisiko größer als 1. Wird schwierig. Wird schwierig. Eigentlich schafft man das halt über viel Überdehnung. Und wenig Stabilität, also insofern ist es auch gar nicht hier von Vorteil, den Stabilitätsbonus zu nehmen. Und da sind die Ming schon wieder kein gültiger Rivale mehr. Die gehen da jetzt in die Endlosschleife. Ach guck, wir haben Bani Yas belagert, das ist gut. Wir haben sogar jetzt Transportschiffe. Und die Welt kann sich warm anziehen, wenn Nagor anfängt hier Truppen übers Meer zu schicken. Du warst der Typ aus Tabas, ne?
Ja, das da ist doch ganz praktisch. Das ist doch ganz praktisch. Es kostet auch nicht so viel Admin, das zu koren, und ich habe den Vorteil, dass Hormus weg ist. Transoxanien ist dann auch so gut wie weg. Ja, die Ottos werden ja da unten lang wollen, wahrscheinlich, ne? Okay, Mara und Jemen sollten nicht unbedingt hier in eine Koalition mit reinkommen. Was sie auch nicht tun, sondern es sind die Altbekannten. Na ja, komm, dann machen wir das. Also, wie hoch ist mein Revoltenrisiko? 0,62. Ich weiß nicht. So, ich sag mal ganz kurz, worüber ich gerade nachgedacht habe. Und zwar, ich denke gerade darüber nach, diese Provinzen hier nicht zu koren, damit mein Revoltenrisiko hochgeht. So, wir holen uns außerdem noch ein bisschen Kriegsmüdigkeit ab, wenn wir nämlich jetzt gleich hier gegen Bitlis kämpfen werden. Das machen wir auch noch. Jetzt will ich mal ganz kurz sehen, wer mein Diplomat da ist. Ja, komm mal zurück. So, Gondwana, wie alt ist dein Herrscher denn jetzt? 32. Jung und knusprig. Den nehme ich gerne mit. Katjavarische Nationalisten lassen sich nicht unbedingt sehen, habe ich festgestellt. Wo sind die? Konoram. 39, noch 5 Jahre dauert das. Ja, leider dauert das sehr lange. Okay. Gut. Ja, also wie gesagt, ich kore die noch nicht. Das ist halt blöd, weil dadurch die Korruption steigt. Wir können aber sagen, wir gehen so ein bisschen mit der Korruptionsbekämpfung runter. Das ist insofern nämlich nicht dramatisch, weil wir ja das ist insofern nicht dramatisch, weil wir das über unseren Glauben ja machen können. Nachdem wir geforscht haben, natürlich. Das machen wir im nächsten Jahr. So, du. Das ist ein Spionagenetzwerk von mir. Damit haben wir einen Kriegsgrund gegen Gazikumuk. Weiß jetzt nicht, Gondwana, machst du den platt auf dem Weg runter oder wie sieht das aus?
Ne, wobei, warte, bleib mal ruhig da stehen. Das ist gar nicht so doof da. Also, oh, mein Diplomat ist da. Moment, wir warten noch einen Tick. Bin angeschlossen in ein Bündnis mit Daiviert, ist okay. Das ist okay, das ist auch noch okay. Das ist nicht okay. So. Dann erkläre ich dir jetzt den Krieg. Wie? Ich habe eine Waffenruhe mit dir. Dann erkläre ich. Wie? Ich habe eine Waffenruhe mit dir. Oh Mann, das ist doof. Warte. Nee. Hä? Moment. Mist, mit denen habe ich auch eine Waffenruhe. Ich habe mit allen hier eine Waffenruhe. Warte, warte, warte. Waffenruhe endet mit im Rädchen 35. Mist, Bitlis 42. Shit, viel zu lange. Das ist nicht gut. Dann sollte ich jetzt. Ich muss irgendeinen Krieg führen. Was ist mit Mara? Ich will nicht unbedingt die Ottos angreifen und mir dann noch eine Revolte ins Haus holen, ne? Und mit denen will ich mich eigentlich gut stellen. Mit denen hätte ich eigentlich sogar gerne ein Bündnis, ja. Okay, Spionnetzwerk bitte hier. Ich kann natürlich auch meine Stabilität reduzieren, indem ich jetzt irgendwo hingehe und eine Staatsehe aufkündige. Aber ich habe da eigentlich keine Lust drauf. Oh, ich habe außerdem einen Anführer zu viel. Du musst leider gehen. So, wir taggen einmal hoch. Lass mal die standardisierten Uniformen und den die Regierungsreform außen vor. Na, aber ihr versteht, was ich meine. Also wenn ich jetzt halt hingehen würde. Und würde halt, keine Ahnung, würde jetzt noch die Osmanen angreifen. Das wäre jetzt halt nicht so eine kluge Sache. Also wenn ich sie angreifen würde, dann haben die wieder 81, das geht auch nicht, ne? So, also was ich hier sagen will, also es ist einfach keine gute Idee, sich mit der zweitgrößten Macht auf dem Planeten anzulegen. Wir sind momentan die Größte, aber es ist keine gute Idee, sich mit denen anzulegen und dann halt im Inneren durch Konflikte geschwächt zu werden. Das heißt also, wir können das natürlich so machen, in dem Moment,
wo wir Frieden mit den Ottos schließen. Es dauert halt auch ein paar Jahre, dieses Desaster. Es ist ansonsten wieder vielleicht eine ganz gute Zeit, um das zu überbrücken. Es zwingt ansonsten natürlich auch, wenn wir jetzt erklären, wir haben momentan relativ wenig Revolten. Wo wollen die denn herkommen? Kornol. Ja. Pass auf. Es wäre doof, wenn wir das jetzt abbrechen würden. Wann bist du fertig? 39, 4 Jahre. Nee, komm, es ist zu viel. Brech ab. Den ganzen Konvertierungskram, den schmieren wir uns mal kurz in die Haare, bitte. Das will ich mir jetzt nicht leisten. Wir gehen jetzt in die Stellung für einen Krieg gegen die Ottos. Kommt, Leute, wir sind nicht so schlecht vorbereitet auf einen Krieg gegen die Ottos. Was eigentlich mit den Festungen, die ich hier baue? Ich habe da irgendwo Festungen gebaut, oder? Dauert noch, ne? Okay. Ja. Da ist nämlich das Ding dann. Also wir können uns das immer noch... Haben die hier irgendwo einen Anspruch drauf? Nee, ne? Weil dann würde ich nämlich sagen, dann kuren wir nämlich mal nur die, wo die auch unbedingt einen Anspruch fingieren können. Die anderen lassen wir mal noch da. Können wir mit leben. Ne, du kommst jetzt da hoch, das ist super wichtig. Und ihr kommt da runter, das ist auch super wichtig und super toll. Wie viel Gefälligkeit habe ich bei dir? 43. Dann sag ich nämlich jetzt, du machst innerhalb der nächsten Jahre bitte keine Offensivkriege und hilfst mir dann im Krieg gegen die Osmanen ein bisschen eher. Weil wir werden ein super hohes Revoltenrisiko haben, wenn wir mit den Ottos im Krieg sind, weil die uns einfach so viele Armeen platt machen werden. So realistisch müssen wir hier schon sein. Warte mal, was ist das denn für ein Quark? Aber ich werde bald wieder weniger Legalismus haben, das ist der Mist an der Sache. Okay, gut. Das ist insofern ganz nice, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand hier Zugang mit den Mamas aushandelt. Das kommt mir gelegen. Wo sind meine anderen... Die Armeen sind in Stellung, ne? Okay. Ja, Leute, dann geht es los, ne? Will ich nur irgendjemanden heiraten? Eigentlich nicht... Muss mal aus Transoxanien zurück. Wir gucken uns das auch erstmal an. So. Festungen. 6000. Da ist keine Festung aktiv. Da auch nicht. Die ist aktiv. Das heißt also, wir könnten versuchen, Mosul und Kurdistan zu stürmen, wenn wir Schwein haben. Wenn wir Schwein haben. Es ist insofern ekelhaft, weil Tunesien, Jemen und die Krim mitmachen. Ich
Ich hätte zumindest die Krim gerne raus. Krieg ich die Krim noch raus? Ich könnte eine Nosy Bibor gegen Meritien erklären. Das würde mich 2 Punkte Stabilität kosten. Ich sehe das nicht so. Dann haben wir hier natürlich das Problem, Spanien könnte sich hier in diesen Krieg einschalten, ne? Und die finden halt sowohl Russland als auch mich kacke. Also sie finden aber auch die Osmanen kacke. Die haben keinen Waffenstillstand mit Polen oder so, ne? Polen würde ein Bündnis machen. Dann hätte ich eine Beziehung zu viel. Das will ich eigentlich gerne vermeiden. Ihr seht, die aggressive Expansion konzentriert sich momentan auf ein Land im Wesentlichen. Aber Tunesien sollte auch nicht so gut hier durchkommen, weil die müssen ja erstmal dann durch die Mamas durch. Und die Mamas dürften doch eigentlich hier keinen. Dürfen hier doch eigentlich nichts erlauben. Okay. Machen wir einen Eroberungskriegsgrund oder machen wir einen Return Core Province Kriegsgrund? Machen, ne? Mit wem bist du verbündet? Also Krim, Jemen und Tunesien. Könnten wir denn auf einem anderen Wege, wenn wir zum Beispiel dem Jemen den Krieg erklären, dann sind wir aber auch mit Malindi und Adal im Krieg. Das führt uns so unglaublich weit weg hier von dieser das führt uns unglaublich weit weg von dem eigentlichen Ort des Geschehens. Und da würde Russland auch nicht mitmachen. Halt einfach mal 121% Disziplin, ne? Das ist halt schon viel zu gut. 33% Belagerungseffizienz ist halt auch viel zu gut. Ich weiß aber nicht, warum die gar keine Artillerie haben. Vielleicht hat es einer von euch mittlerweile rausgefunden. Okay, wir nehmen den Eroberungskriegsgrund. Wir greifen an. Ist echt assi, dass diese beiden Provinzen hier nicht angezeigt werden. Wenn du mit einem halbwegs guten Manöver, General, nach Kurdistan rennen würdest, dann wärst du am 13. August da. Das reicht also nicht mehr. Du bist hier am 3. August. Das reicht also auch nicht mehr. Du bist am 4. August da. Das reicht also auch nicht mehr. Was wir aber natürlich machen könnten, ist, wir können da hinrennen und das Ding erstürmen. Das vergessen wir aber, glaube ich, dann doch. Dann machen wir das nämlich anders. Dann lassen wir mal die Ottos kommen. Nimm du mal hier einen ordentlichen General mit oder einen halbwegs ordentlichen General mit.
Und dann schauen wir uns das mal an. Das ist mir noch ein bisschen zu gefährlich. Ah ja, genau der richtige Moment, dass so ein sehr guter General stirbt. Okay, der ist jetzt auch nicht schlecht. Kann das so laufen, ne? Okay. Ich hätte eigentlich schon gerne die Bachmanis mit drin, deswegen werde ich da jetzt tatsächlich mal den Herrscher beschwichtigen. So. Wir heiraten die Bengalen nochmal. Ja, die Krim sind wir noch nicht so schnell los. Ach, guck mal, der kommt da durchgehoppelt. Was hast du für eine Vitaltech? 18, da sind wir also deutlich besser. Dann nimm doch mal bitte den Burschen hier. Dann klatschen wir die einmal weg. Der ist schon relativ alt, ne? Wenn ich Prestige verliere, bekomme ich einen Typen, der mir einen Bonus auf diplomatische Reputation gibt. Ja, wir nehmen tatsächlich... Also ich glaube, wir werfen ein bisschen Prestige raus. Das ist okay. Das ist kein Binnen mehr, ne? Das lässt hier oben so, ne? Holen wir ihn mal ein. Bitte. Ah, das ist unser Religionszentrum, ne? Dass die hier konvertiert. Das ist echt geil. Das ist echt gut. Sehr gut überlebt.
jetzt noch 43 revoltierende Kackbratzen da hinten. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig, wie wir da weitermachen. Denn das sind 70.000 Mann. Das ist immerhin... Okay, es ist tatsächlich ein... Was? Warte mal, ist Elsass? Das ist ein Vasall der Krim. Aber natürlich ist das Elsass ein Vasall der Krim. Warum nicht? Oh, Frankreich hat die Bretagne besetzt. Interessant. Ja, es ist immerhin ein Viertel der Armee, die da oben rumrennt. Also, wir haben eine größere Armee als er auf jeden Fall. Ah, du hast diese Schlacht da verloren. Was war denn das? 25 gegen 31. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Aber immerhin 50.000 gegen 17.000 Krim-Soldaten. Das ist auf jeden Fall mal gut. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Also ich hatte ja eigentlich gedacht, dass wir hier so eine Defensivtaktik fahren können. Und dass wir dann hier, weiß ich nicht, dass wir dann hier erstmal unsere Gebiete schützen können. Das mit Transoxanien machen wir dann später. Wir verbessern hier nochmal auf jeden Fall die Beziehungen mit Persien. Also wir versuchen jetzt den Jemen erstmal rauszukriegen, das ist bestimmt ganz okay. Hier ist natürlich immer die Gefahr, dass sich da... Ja, ne, da kann die Osmanen da natürlich durchlaufen, das ist halt sehr schlecht. Aber okay, gut, das müssen wir mal gucken. Wir sehen das im nächsten Teil, wie es weitergeht. Ich bedanke mich dann erstmal fürs Zugucken und freue mich auf den nächsten Part. Es ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Das war auch bisher so ein bisschen hin und her überlegen, was wir jetzt machen. Aber ich glaube doch, dass das die richtige Idee sein könnte. Wir haben halt noch nicht so eine hohe Kriegsmüdigkeit, aber glaubt mir, das wird noch kommen. Und dann holen wir uns dieses Desaster möglichst schnell ab. Wir müssen halt den Krieg gegen die Osmanen gewinnen, das ist die Hauptvoraussetzung dafür. Ansonsten können wir diese Kampagne, also gut, wir können uns das jetzt auch leisten, wir haben noch genug Zeit, aber wir können es uns schon leisten, den Krieg gegen die Osmanen auch zu verlieren. Aber das würde uns natürlich schon sehr zurückwerfen. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, was habe ich jetzt gesagt? Eroberung von, ach was. Moment mal, aber das muss so eine Provinz hier sein, oder? Ah ja, okay, die sollten wir uns jetzt holen, damit wir unseren Warscore bekommen, ne? Testen wir mal. Bis zum nächsten Mal, in diesem Sinne, Pax Vobiscum Valete. Achso, ja, und das, da nehmen wir noch an. Bis dann, ciao.